Vind je Mao Zedong? Mao Zedong is geboren in 1963, is Chinees, Chinese. In haar secondary school teacher. Jetzt sicherlich schwierig, Englisch und Deutsch zugleich. Aber sie hat die Gründe. Ja, Mao Zedong ist ein Chinese, der sehr berühmt ist und er spricht mit seinen Gedichten. Er hat sehr gute Gedichte geschrieben, ein großes Gedicht, Gedichtbuch. Und die Woche, vor ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich auf Internet gefunden, dass er Jesus ein neues Gedichtbuch ausgegeben hat. Also, es gibt sehr erfolgreiche Gedichten, Dichter, nicht nur in Europa, aber auch aus Europa. Und China ist ein sehr kleines Vorbild von aus Europa. Das kann man so sagen. Wir bleiben trotzdem mal bei Europa. Die Frage, die ich schon angedeutet habe, taugt Esperanto zur Bildung einer europäischen Identität? Braucht es eine europäische Identität, die in den föderalen Staaten von Europa irgendwann mal in diesem Konstrukt, wie, Herr Gammesbacher, kann das gehen? Ist das möglich, dass Esperanto tatsächlich so ein Bindeglied sein kann für eine europäische Identität oder ist das eher ein Traum? Das ist natürlich zuerst einmal ein Traum, aber ein Traum war ja Europa schon immer. Und nach dem Krieg hat man diesen Traum versucht zu leben, hat die Grenzen niedergerissen und man hat Europa ausgeweitet von Europa der Sechs. Ist jetzt zu einem Europa, da weiß man gar nicht mehr, wie viele Staaten jetzt noch dazu stoßen. Die Ukraine soll ja auch noch dazu kommen und. Und wann, das weiß man nicht. Immer mehr und mehr Spannungen kommen auf uns zu, immer mehr und mehr Kulturen. Und wenn Katalonien jetzt hier sich selbstständig macht, kommt doch mal eine Sprache dazu, beziehungsweise die Schotten oder sonst was. Das heißt, Europa steckt in einer Krise, in einer Dauerkrise. Und so eine Dauerkrise sollte man ja überwinden, indem man sich mal fragt, was kann man Neues machen. Und da würde ein gemeinsames Bewusstsein auf jeden Fall uns helfen. Wir kennen es natürlich vom Deutschen her. Martin Luther hat das Deutsche entwickelt, indem er hingegangen ist und gesagt hat, wir machen mal eine gemeinsame Bibel und die können alle lesen. Das heißt, man hat eine gute Lehre, in dem Fall Glaubensgrundlage geschaffen und dadurch auch gleichzeitig das Deutsche mitentwickelt. Und damals sind praktisch die Schweizer und die Niederländer ausgestiegen nach einem größeren Krieg. Aber hier ist das Deutsche eben auch erhalten geblieben. Wenn wir es gerade beim Krieg sind, wir sind ja hier 2014, vor 100 Jahren, hat es im Urwald einen großen Krieg gegeben und sowas soll es halt nicht mehr geben. Und deshalb miteinander Dialog führen statt Kriege führen. Ich habe ja gelernt, oder verstehe es noch nicht ganz, dass man über Esperanto auch viel besser eine Sprache lernen kann. Wenn man erst Esperanto lernt und dann eine andere Sprache lernt, dass das eigentlich einfacher ist. Das muss ich nochmal erklären, Herr Banke, wieso das so ist. Also ich habe gelesen in Ungarn, habe ich ein Experiment gemacht. Ja, also ist es so, dass jede fremde Sprache, die man zuerst lernt, einen gewissen Schub für das Erlernen einer zweiten fremden Sprache bietet. Das ist ja erwiesen. Und die alten Lateiner sagen ja immer, erst Latein lernen und dann lernen sie die anderen Sprachen leichter. Da ist sicherlich etwas dran. Bei Esperanto gibt es den Spezialfall, dass wir hier quasi ein Sprachmodell vor uns haben, wie eine funktionierende, relativ klug gemachte Sprache als Fremdsprache aussehen kann. Das heißt also, um das Phänomen zu verstehen, was ist denn eine Deklination? Das kann ich in Esperanto sehr schnell verstehen, es gibt nämlich nur zwei Fälle. Das oft sehr schwierige Problem der Konjugation mit den vielen Ausnahmen ist in Esperanto kein Problem. Das heißt, der Schüler kann sich viel mehr auf die strukturellen Dinge beschränken, versteht die Grammatik schneller und kann sich dann dem Wortschatz mehr zuwenden. Und da, wie ich schon sagte, der Wortschatz vorwiegend romanisch ist, hat er einen guten Zugang zum Italienischen, Französischen und auch zum Englischen. Aber lassen wir noch eine Bemerkung zur Neutralität sagen. Ich habe etwas, und wir hatten hier diskutiert, eigentlich über die sprachliche Neutralität, aber die politische Neutralität ist wichtig. Die fragten, ob es eine Macht gibt. Oder natürlich gibt es keine Armee, die Esperanto verbreitet. Und das ist genau das der Vorteil, auch für Europa. Die Sprache ist aber politisch. Es gibt doch Fernsprachen in Europa, die ja gesprochen werden, die ja eigentlich die kleineren Nationen diskriminieren. So ist es, natürlich. Es gibt eine Untersuchung eines Ökonomen,
beginnt hier nicht die politische Rivalität. Es steht keine Macht, keine Weltmacht hinter dem Esperanto. Hinter dem Englischen stehen die USA und die Briten etc. Und die Ergebnisse haben wir ja. Die Kulturen der einzelnen Länder werden teilweise überfremdet durch häufig pseudokulturelle Dinge und natürlich auch rein sprachlich. Und hier wäre Esperanto als neutrale Sprache für viele akzeptabel. Meint das Brückensprache? Brückensprache, ja. Soll nicht die anderen Sprachen verdrängen, sondern als Lingua Franca. Es geht nicht um Gleichmachung, dass alle das Schlechte sauber müssen, sondern es geht um die eigene kulturelle die Sprache zu erhalten, aber als Zweitsprache, als Esperanto, als Brückensprache zu erhalten. Als Brückensprache, auf Lingua Franca. Genau. Klingt jetzt einfacher, kann man es machen, aber ist oft nicht einfach, oder? Doch, denke mal schon dort. Das heißt, wenn man Esperanto erlernt, dann hat man ja eine andere Sprache erlernt, dann hat man noch weitere Sprachen, soll auch weitere Sprachen erlernen und kann vor allem seine eigene Sprache pflegen. Wenn der umgekehrte Fall ist, meiner Meinung nach schwieriger. Wir haben ja mal gestartet mit praktisch 4 Sprachen in der Europäischen Union. Sagen wir mal Deutsch, die größte Sprache, Französisch, die traditionelle Sprache, Italienisch, eine gut klingende Sprache und dann noch das kleine Niederländisch, das natürlich dazukommt. Und jetzt sind immer mehr und mehr Sprachen dabei und wer kann alle diese Sprachen lernen? Ich glaube, das ist bedeutend schwieriger. Und wenn man vor allen Dingen perfekt Englisch lernen muss, um eben wirtschaftlich, politisch bzw. wissenschaftlich voranzukommen, dann pflegt man das auch und deswegen natürlich seine eigene Muttersprache und lernt auch nicht die Sprachen der kleinen anderen Völker, die umherum sind, Dänisch zum Beispiel oder Polnisch. Und das ist, glaube ich, schwieriger auf Dauer. Das heißt, wenn in allen Schulen in Europa Esperanto gelehrt werden würde, wäre das einfacher, auch die Sprache der Nachbarn zu lernen. Kann man das so einfach sagen? Genau, man kann es ganz einfach sagen, weil man in Ruhe die Sprache des Nachbarn erlernen kann, weil mir sicher ist, man hat eine Hauptsprache gelernt und kann sich damit dann auch hier in Europa verständigen und sich entsprechend ja, privat und überhaupt wirtschaftlich durchsetzen. Bleiben wir mal bei diesem Thema Religionssprache. Da gibt es ja eine enorme, wörtlich gelesen, Kostenersparnis im EU-Parlament. Wenn das alles über Esperanto laufen würde, würde es viele, vielleicht möglicherweise Übersetzungsfehler, Sachen, die sich abschleifen, nicht geben und es wäre viel preiswerter. Kann mir das jemand erklären von Ihnen, wieso das ist, Herr Fischer? Wieso ist das preiswerter? Ja, man kann also so ansetzen, formal sollen ja alle Sprachen gleichberechtigt sein. Das heißt, im Prinzip versucht man für jede Sitzung so viel Dolmetscher für Sprachkombinationen zusammenzubringen, wie man eben Kombinationen hat. Wobei auch noch die Richtung der Übersetzung berücksichtigt werden muss. Und da das in den wenigsten Fällen der Fall ist, geht man über die sogenannten Relaissprachen. Das heißt, es wird aus der jeweiligen Sprache in meinetwegen Englisch übersetzt und aus dem Englischen in die nächste Sprache wieder hinein, sodass der Endbenutzer, der jetzt noch nicht direkt Englisch kann, zum Beispiel einen Witz erst mit einer Verzögerung von 5 Minuten mitbekommt und der vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise komisch ist als das Original, weil die Übersetzungsqualität bei jedem Schritt natürlich leidet. Das alles ist im Esperanto natürlich im Prinzip genauso. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, es ist das Modell im Kleinen im EU-Parlament, wenn man da Esperanto als Relais, als Gruppensprache hätte, würde man nicht nur Geld sparen, es würde auch tatsächlich authentischer rüberkommen und übersetzt werden. Kann man das Modell auf ganz Europa übertragen? Also, da wäre ich sehr vorsichtig. Da wäre ich sehr vorsichtig, ob das Esperanto da eine Qualitätsverbesserung bringen würde. Die Vorteile sind wohl mehr eher darin zu sehen, wenn das Esperanto als Relaissprache eingeführt ist, dann merken sehr schnell sehr viele, die eigentlich die zweite Übersetzung hören müssten, dass sie schon die erste ins Esperanto verstehen, sodass also viel mehr Leute eigentlich doch mit der ersten Übersetzung schon bedient sind. Und darin sehe ich also einen möglichen Vorteil des Einsatzes des Esperanto als Relaissprache. In Bezug auf die Qualität der Übersetzung, da gibt es nur so schlaglichtartige Betrachtungen, aber ich denke, da ist nichts wissenschaftlich genau abgesichert. Herr Fischer, das habe ich jetzt irgendwie verstanden. Mir leuchtet es ein, warum hat sich das bis jetzt noch nicht durchgesetzt, dieses Modell, gerade in der Bildung, in der europäischen Schule, wo viel gesagt wird, wie schon Bildung an Durchsetzungsmacht und Kraft, wo
wo sind dann die Widerstände, woran hakt es denn? Ja, das hakt wie bei allen guten Dingen daran, dass die Politiker von ihnen keine Ahnung haben und dass sie nur den Vorschlägen von irgendwelchen Referenten oder Gutachtern folgen, die im Fall des Esperanto wiederum keine Ahnung haben, weil einfach nicht diejenigen gefragt werden, die sich damit auskennen, so wie wir, sondern da heißt es sogar im Gegenteil, frag bloß nicht die Esperanto-Sprechenden, ob Esperanto funktioniert. Die werden ja nicht sagen, dass es nicht ist, sondern wir brauchen Leute, die gar kein Esperanto können und keine Esperantisten sind, denen kann man glauben, dass es nicht funktioniert. Also da wird es irgendwo komisch. Wir sagen ja auch nicht, frag keinen Anglisten, ob Englisch funktioniert, sondern im Gegenteil, wir sagen, frag gerade die, denn die müssen es ja wissen. Und genau dasselbe fordern wir natürlich auch für Esperanto. Herr Blank, greift das Mikro, das ist ja irgendwie paradox komisch. Sehen Sie das denn? Naja, ich habe da ein paar Auffassungen dazu. Also erst einmal wäre Esperanto in der jetzigen Ausformung, und zwar im fachsprachlichen Bereich, noch nicht ausreichend entwickelt als Lingua Franca für die Europäische Union. Denn es werden ja sehr viele Diskussionen auf fachlicher Ebene. Ich meine die ganzen Fachministerien. Das heißt also, es muss der politische Wille da sein. Der ist aber deswegen nicht da, nicht nur, weil, wie Herr Fischer sagte, die Politiker nicht bescheiden ist. Nein, es gibt großmachtpolitische Gründe. Das heißt also, die großen Mächte sind nicht bereit, die Position ihrer eigenen Sprachen in Frage zu stellen durch eine Lingua Franca. Beispielsweise Esperanto. Das zweite Problem ist, die geostrategische Interessen, politische Interessen stehen dagegen. Also stellen Sie sich mal vor, die Engländer oder die Amerikaner würden das unterstützen, selbstverständlich nicht. Das heißt also, die politischen Rahmenbedingungen sind momentan nicht so, dass solch eine Idee eine Chance hat. Dann darf man nicht vergessen, wir haben zwei Weltkriege hinter uns, es gab Revolutionen, es gab eigentlich die ungünstigsten Bedingungen für diese Idee. Und dass Esperanto trotzdem vorankommt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese Idee sehr stark ist und immer wieder Anhänger findet. Was aber die Rolle in der Europäischen Union betrifft, bin ich nicht der Meinung, dass man sagen kann, das wird nicht klappen. Nur ich wäre nicht für eine Prognose zuständig. Denn es muss dann noch sehr viel passieren an demokratischen Beziehungen zwischen den Staaten, dass man dann auch versteht, die geopolitischen Vorteile, die einzelne Sprachen haben. Ich habe vor kurzem einen Protest des Bundestages gelesen. In diesem Protest wird formuliert, dass es inakzeptabel ist, dass die deutsche Sprache im Europäischen Parlament, beziehungsweise stimmt nicht damit, sie verwendet, aber in der Europäischen Kommission und in anderen europäischen Instanzen nicht ausreichend verwendet wird, obwohl Deutsch gleichberechtigt ist. Eine Zahl: In der Europäischen Kommission wird die Kommunikation zu 70% auf Englisch durchgeführt, etwa 20% auf Französisch und der Rest in anderen 26 Sprachen oder 21 Sprachen. Das ist natürlich eine Diskriminierung sämtlicher anderer Sprachen. Und es ist schön, dass das deutsche Parlament sich immer mal aufregt, nur es hat noch nicht viel bewegt. Das ist ja auch für die politische Kultur, für den politischen Diskurs, wäre es natürlich auch besser, oder? Absolut. Das ist seine Muttersprache streiten. Natürlich. Wie sieht es aus mit der Zukunft? Herr Fischer, jetzt sitzen hier in der Runde ältere Herren zum einen und auch keine Frau. Ist das symptomatisch oder ist das eher Zufall? Frauen selbst schon, würde ich sagen, wir nehmen jede. Das ist also überhaupt nicht symptomatisch, sondern es gibt auch selbstverständlich jede Menge. Die Frage geht, Nachwuchs, sprechen junge Leute das aus ihren Kindern bringen? Ja, also wir haben natürlich deutsche Esperanto-Jugend und ich meine allerdings persönlich eher zu beobachten, dass die Leute erst im späteren Jahr eher zu Esperanto kommen, nämlich wenn sozusagen der Platz im Leben gefunden ist, man hat Beruf, Familie und so weiter und schaut sich dann mal nach einem interessanten Hobby um, was den Geist beansprucht, dass die Leute dann eher auf Esperanto stoßen und sagen, das wird besonders was für meinen Lebensabend werden. Daran liegt, dass das also in der Mitgliederstatistik immer maximal sind, zwei lokale Maxima, einmal im Studentenalter und
einmal dann so ins Renteneintrittsalter. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nach hinten automatisch wegstirbt, weil die Welle nach hinten wandert, sondern sie steht. Es kommt genauso wie vor wieder dazu, wie in den Wäschen. Aber Herr Kammelsbach, das ist ja nicht das Ziel, dass Esperanto eine Lebensartensprache wird, sondern es soll ja eine gelebte, möglicherweise eine junge Sprache sein oder werden. Es ist ja hoffnungsvoll, dass das werden kann, dass junge Menschen in Europa und weltweit tatsächlich das als Sprache ernst nehmen und sagen, es bringt mir was, also ich muss nicht unbedingt Englisch können oder Englisch können ist gut, aber Esperanto, ist das realistisch oder ist das tatsächlich ein Ideal? Naja, das ist ja heute schon gelebt. Die Esperanto-Jugend, die macht das ganz einfach. Das heißt, die Fahrten, die dann nochmal laufen, das treffen sich, die tauschen sich aus und das ist eben einfach ihr Leben. Und wenn ich jetzt hier sagen will, ob Esperanto tatsächlich mal eine Zweitsprache oder eine Zusatzsprache der Europäischen Union wird, dann wird das natürlich etwas kritischer, dann werden wir etwas direkt nachhaken. Aber zumindest wir, also die Esperantisten, die haben unsere Kultur, die leben ja tatsächlich. Es gibt Esperanto-Familien, wie man das schon gesagt hat. Es gibt Literatur, es gibt Filme, es gibt Musik. Es wird alles gemacht und es ist stabil. Sie sind ja politisch auch aktiv in einer Bewegung, einer europäischen Bewegung, die auch zur Europawahl schon mal angetreten ist. Das heißt, Sie haben schon mal versucht, mit Ihrer Partei oder Wählervereinigung in das Europaparlament zu kommen. Das hat nicht geklappt. Das heißt, das ist auch ein politischer Kampf für diese Sprache und für die Grundideen, wie Sie das sagen. Richtig. Dass es heute nicht geklappt hat, heißt, dass es noch nicht geklappt hat. Und wir machen das natürlich direkt mit Europademokratie Esperanto. Das heißt, wir sind zwar nicht Mitglied in einer Einheitspartei, aber wir sind halt eben eine Dreiaufsprungpartei und da ist ein Wort Esperanto mit dabei. Aber wir sind nicht die Einzigen, sondern andere politische Kräfte haben das natürlich auch schon gemacht und machen es auch weiterhin. Das fängt also nicht nur an bei den Grünen oder zum Beispiel hier auf der gegenüberliegenden Seite bei der BDP, sondern es gibt natürlich noch andere Leute, die immer mal hier Esperanto versucht haben, im Europäischen Parlament zu fördern. Es gibt mehrere Fraktionen in euch und hier und es halt nicht ganz offen. Werden Sie da belächelt oder mittlerweile ernst genommen oder zumindest respektiert? Belächelt, ernst genommen, geschumpfen, alles. Nochmal, letztes habe ich nicht verstanden. Belächelt, ernst genommen, beschimpfen, alles. Beschimpft. Beschimpft, verstehe. Alles da. Also das heißt, da ist alles dabei, von Verachtung, Missachtung. Aber ich nehme an, also beziehungsweise ich habe das Gefühl, überwiegend ernst genommen, weil die Menschen, die merken ganz einfach, das Sprachenleben ist da. Und sie bedauern, dass die Esperanto-Bewegung bis jetzt noch etwas schwach ist. Und sie warten noch ein bisschen ab. Das ist auch ein richtiges Problem bei der Esperanto-Bewegung. Esperanto lässt sich ja relativ leicht lernen. Wenn ich jetzt sagen würde, Chinesisch kommt, dann könnten alle Leute schon lossitzen, um als erstes am Ziel zu sein. Und bei Esperanto kann man sich erlauben, vielleicht zu warten und zu sagen, wenn es denn kommt, dann lerne ich es mal schnell innerhalb von einem halben Jahr. Und dann bin ich auch damit dabei. Also, die Qualität ist unterschiedlich. Danke, was müsste passieren politisch? Wenn wir sagen, das ist tatsächlich eine politische Auseinandersetzung. Das ist also eine Hobbyveranstaltung. Das ist tatsächlich ein akademischer Auftrag, ein Bildungsauftrag. Was muss da passieren? Musste die Esperanto-Bewegung möglicherweise politischer werden? Oder muss sie cooler, hipper werden? Oder was ist das? Vielleicht gehe ich da was zu sagen noch zum Hip-Hop. Noch eine Bemerkung. Sie fragten nach dem Anteil der Frauen und natürlich auch nach dem Anteil der Jugend. Ich möchte auf das Internet hinweisen. Es entsteht eine zweite Sprachgemeinschaft im elektronischen Medium, von dem wir euch gar nicht viel wissen. Beziehungsweise wir haben Spezialisten, die das schon besser wissen. Ich habe ein Erlebnis, ich habe auf einer internationalen Veranstaltung in Norwegen gesprochen und fragte, ach, spricht fließend, wo haben Sie gelernt? Ich dachte, vor 8 Wochen habe ich im Internet Esperanto gelernt. Das ist natürlich ein sprachlich begabter Mensch, aber das geht. Und viele junge, intelligente Leute, die gehen nicht in den Kurs einmal in der Woche um 18 Uhr. Die setzen sich an den Computer und lernen die Sprache entsprechend ihres Rhythmus. Und das nimmt zu. Und da haben wir viele Frauen und da haben wir auch viele junge Leute zu Europa. Es muss natürlich, wie auch schon gesagt wurde, die Information, dass die Sache funktioniert, verbreitet werden. Ich selber habe zweimal vor einem Europäer.
Europäischen Parlament gesprochen im Rahmen eines Kolloquiums und es wird sehr viel gemacht. Es gab eine Ausstellung im Haus der im Europäischen Parlament auf dem Flur von Jean-Marie organisiert und es gibt immer mal Kontakte zu Politikern. Es gab auch einen Empfang des Präsidenten des Europäischen Parlaments mit Espartisten. Das heißt also, diese Lobbyarbeit funktioniert schon mehr und mehr. Jetzt das Politische. Mehr und mehr, aber noch nicht größer. Ja, natürlich, aber das Bedürfnis ist entscheidend. Das heißt also, die Regierungschefs müssen nicht mehr einverstanden sein mit der Diskriminierung der verschiedenen Sprachen. Sie müssen das Problem begreifen, dass gleichberechtigte Kommunikation allen Sprachen und auch ihrer Politik nutzt. Und dann kann man durch Sprachplanung die Sprache relativ schnell aktualisieren, was ich vorhin gesagt habe, was ihre fachsprachlichen Dinge betrifft. Ja. Aber wir müssen Dolmetscher ausbilden, man muss Finanzen investieren in diesen Bereich und wir wissen, da sind Politiker immer etwas zögerlich. Aber insgesamt denke ich, wenn die Demokratisierungsprozesse zunehmen und der Druck der einzelnen Sprachen zunimmt, die Gleichberechtigung einfordern, kann es sein, dass man sagt, machen wir doch mal ein Experiment, führen wir doch Esperanto vielleicht nicht gleich überall ein, aber in einem Bereich der Europäischen Union und dann beobachten wir mal, wie das funktioniert, dann kann man weitere Schritte festlegen. Also schrittweise, nicht von heute auf morgen um 12 Uhr mit Esperanto eingeführt. Das ist illusorisch. Herr Fischer, ist die Grundlage tatsächlich die Diskriminierung der Sprachen zu nennen, eine gute Grundlage für eine Argumentation und auch für den politischen Kampf und für Durchsetzung zumindest in Europa als ernst genommene Plansprache? Das ist sicherlich ein Ansatz, auf den geachtet wird, weil doch viele Europäer sich mit ihrer Muttersprache diskriminiert fühlen und sie von Esperanto zumindest wissen, ja, das ist eine Sprache, die funktioniert. In der wären wir so weit, dass wir nicht mehr Ausländer und Einheimische haben, sondern uns auf gleicher Augenhöhe miteinander unterhalten können. Von daher wäre das sicherlich politisch ein ganz richtiger und hoffnungsvoller Ansatz. Ich gehöre allerdings zu denjenigen, die sich von den Politikern absolut gar nichts erhoffen. Und deswegen auch bei der Diskussion der Taktik soll man mehr von oben Esperanto versuchen durchzusetzen oder von unten, ist bei mir der Schwerpunkt ganz klar von unten. Ich würde sagen, die Sprache wird grundsätzlich verbreitet über das Bildungswesen und deswegen wäre mein hauptsächliches politisches Ziel, die im Bildungswesen mindestens von zwei Ländern das Esperanto als wählbare Fremdsprache in Schulen anzubieten. Und ich bin mir ganz sicher, so kenne ich Esperanto eben aus der Erziehung heraus, bin mir ganz sicher, dass dann der Erfolg bei sehr vielen Schülern so frappierend wäre, dass die Eltern dann am lautesten rufen würden, warum das nicht schon allgemein angeboten wird. Und dann hätten wir wieder den Druck auf die Politiker. Herr Werbeling, der Nick benutzt sich das Mikro. Die Diskriminierung der Sprache ist tatsächlich in Europa ein Problem. Ist da auch könnte helfen, sagen Sie auch. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich meine, ich verstehe, was ich gesagt habe, nicht vor. Sie sagt etwas, was ich nicht gut verstanden habe. Sie hat etwas gesagt, was ich nicht.